Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 Battle Time. Oh. Oh, ich hab gedacht, ich bin schon tot. Au. Uiuiuiui. Multikill, komm. Bisschen weniger. Das war zu wenig. Scheiße. Jawohl. Hubschrauber. Ganz genau. Legt euch nicht mit der Valkyrie an. Achtung, Luftangriff. Ausschalten, bevor sie die absetzen können. Wir müssen verhindern, dass diese Wichser die Kommandobrücke erreichen. Komm mit. Vier, los. Granate! Ah! Ich sehe keinen. Zudem muss ich nachladen. Kovic liegt am Boden. Der lässt sich gar nicht abschießen. Oder so. Scheiße, er will mehr Schützen absetzen. Erledige sie, bevor sie in Position gehen. Gut, müssen wir den nächsten nehmen. Oh. Komm, schneller. Ja. Noch ein. Wie geht's ihm? Verdammte Scheiße! Gar nichts gut. Vermutlich ist alles da drin. Nimm's dir. Garrison hat die Codes. Jake! Du stehst im Mittelpunkt. Er muss überleben. Marines sagt Garrison, dass er ihr trauen muss. Rekka, übernimm die Führung. Los! Los! Gehen wir. Na los, auf geht's. Ich geh vor, Squad Leader. Wir lauten die Befehle. Das war Kovic. Garrison. Jetzt gibst du wieder die Befehle. Scheiße. Er war auch ein guter Mann, trotz wenn er ein Arschloch ist. Den Chinesen werden wir so den Arsch polieren. Warum ist hier auf? Oh. Ich hätte vorher nochmal nachladen sollen. Hier.
Anfänger. Gesichert! Gesichert! Captain Garrison, die Brücke ist gesichert. Ist er okay? Er ist stabil. Wo ist Agent Kovic? Hat's nicht geschafft. Verdammte Scheiße. Dank Tombstone schwimmt die Valkyrie noch. Aber sie ist angeschlagen. Wir sind weit weg von zu Hause und dem Feindgebiet. Es kommt vielleicht noch schlimmer. Daher bin ich froh, euch Marines hier zu haben. Sergeant Wrecker, Besprechung in 15 Minuten. Tombstone gehört Ihnen. Hurra! Die Daten von der Titan bestätigen, dass das Pazifikkommando durch chinesische Raketen ausgelöscht wurde. Da hat jetzt Chang das Sagen. Was von unserer Flotte auch übrig sein mag, ist da draußen jetzt vollkommen blind. Mir ist der Ernst der Lage bewusst, Cap. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Aber sie ins Squad aufzunehmen, das wird Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere Bedingungen. Sie geht mit euch. Verstanden. Irish ist ein guter Mann. Ich passe auf ihn auf. Das weiß ich zu schätzen, Pike. Sie sind eigenwillig, aber auch ein guter Anführer. Danke, Cap. Müssen wir noch was über den Angriff auf das Flugfeld wissen? Ja, holen Sie Wrecker. Pack, Wrecker, sperrt die Ohren auf. Unsere... Ich raff das nicht. Scheiße. Die letzten Raketen müssen ihren Zweck erfüllen. Greift das Flugfeld an. Haltet den Boden im Auge. Schickt ein Signal, wenn ihre Flugzeuge abheben wollen. Wir jagen die Hurensöhne in die Hölle und ziehen nach Westen. Verstanden, Captain. Kinderspiel. Pack. Wrecker, ihr kommt vielleicht nicht zurück. Wie viele eurer Freunde. Doch jetzt zählt's. Das ist unsere Chance. Wer das Flugfeld erreicht und die Flares zündet, hat noch 30 Sekunden, bevor unsere Raketen einschlagen. Alles klar. Lasst euch nicht von uns abknallen. Anna. Auf geht's, Wrecker. Los geht's. Mit Frauenpower sogar diesmal am Start. So, liebe Henna. Ach, das sieht wieder geil aus. Mann. Los geht's, Marines, los! Feld des Captains Irish. Wow, wow, was machst du denn hier? Ich bin freiwillig. Jetzt. Ach, freiwillig? Wer hat das bewilligt? Captain Garrison, klär das mit ihm. Habt ihr das gewusst? Sprechen Sie Mandarin, Sergeant? Ich wüsste wirklich nicht, was dich das hey, angeht, Mädchen. Ich will nur helfen. Du stehst hinter mir, oder? Ja. Ich denke, das ist ein großer Fehler. Sie ist ein Risiko und eine Belastung. Für was denn? Die Frauen haben die gleichen Rechte. Achtung an alle! Sie hören Captain Garrison. Soldaten der Valkyrie, wir alle sind müde. Wir haben alle gelitten, haben Kameraden und Freunde verloren. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Der Sturm hält die feindliche Luftflotte am Boden, aber nicht mehr lang. Wir mögen das letzte Schiff sein, doch wir gehen nicht kampflos unter. Wir steuern gen Westen. Wir nehmen das Flugfeld im Schutze des Sturms ein und sichern die Straße von Singapur. Siegt mit Tempo und Mut. Dieser Sturm wird uns nach Hause tragen. Los geht's. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.